Jasnik im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Hier steht die einzige Forstsamendarre in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt gibt es 11 dieser Anlagen im Bundesgebiet. Kommissarischer Büroleiter der Anlage ist Gunther Baumung. Die Aufgaben einer Forstsamendarre liegen darin, die Baumarten, die uns draußen in der Natur, im Wald, von der Natur angeboten werden, ja, zu beernten, dort die Früchte der Natur zu uns zu bringen und für weite Generationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptbaumarten, die von uns bearbeitet werden, sind die Traubeneiche, die Stieleiche, die Rotbuche, die Douglasie, die Kiefer und die Roterle. Die Anlage produziert so viele Samen pro Jahr, dass damit 1,5 Millionen Jungbäume gepflanzt werden könnten. In erster Linie produzieren wir Saatgut für die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern. Und zum Zweiten verkaufen wir Saatgut an die regionalen Baumschulen, die somit auch die Privatwaldbesitzer mit Pflanzenmaterial aus der Region in Norddeutschland versorgen können. Wer sich selbst einmal ein Bild der Anlage machen möchte, hat bei Führungen die Gelegenheit dazu. Wir sind für die Öffentlichkeit so weit zugänglich, dass wir dienstags und donnerstags Führungen anbieten, von einer Person bis zu Personengruppen. Und ab größeren Personengruppen, 15 Personen, bieten wir auch am Wochenende Führungen an, inklusive Grillplatz, Dresinenfahrt und Spielplatz für die Kinder.